Hallo, ich wünsche euch einen schönen Mittwochnachmittag. Heute ist der 21. Oktober. Mein Name ist Uwe Meis. Ich bin 39 Jahre Fotograf aus Köln, geboren in Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland. Ich grüße euch. Ich starte heute mit meinem neuen Vlog auf YouTube und in dem Vlog geht es darum, Fotografie, Handy-Apps euch näher zu bringen, euch die Stärken, die Schwächen zu zeigen. Was könnt ihr aus euren Handyshots rausholen? Und wie holt ihr das Beste aus euren Fotos raus, die ihr mal eben schnell mit eurem Smartphone fotografiert habt? Ich fotografiere persönlich schon seit einigen Jahren, in letzter Zeit auch im professionellen Bereich. Und ich arbeite in einer Firma, beziehungsweise wir haben ein Kunst- und Fotografieprojekt gegründet zu dritt. Und das nennt sich Jack the Flipper. Das möchte ich hier ganz kurz erwähnen. Und wenn ihr möchtet und Interesse habt, gibt es unter dem Video einen Link auf unsere Portfolio-Seite. Auf dieser Portfolio-Seite könnt ihr euch unsere Werke anschauen und begutachten. Ich freue mich auf euren Besuch und natürlich auch auf eure Rückmeldungen und eure Kommentare. Ich persönlich habe schon vor 4 oder vor 5 Jahren angefangen mit der Handyfotografie. Seit 2013 benutze ich ein iPhone 5S. Und deswegen werde ich in diesen Tutorial-Videos in nächster Zeit in meinem Vlog Bezug nehmen auf Fotografie-Apps, die fürs iPhone auch sind. Es gibt diese Apps teilweise auch natürlich für Android-Handys. Ne? Es ist alles sehr ähnlich geworden, es ist sehr leistungsstark geworden, man kann mit wenigen Klicks viel machen. Und viele benutzen das auch schon, aber einige wissen halt auch noch gar nicht genau, was kann welches App und wie kann man die Apps auch miteinander kombinieren, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen? Und das möchte ich mit euch in diesem neuen Vlog von mir, Uwe Meis, besprechen und euch das präsentieren und zeigen, wie ich damit umgehe. Und vielleicht könnt ihr ja das ein oder andere für euch selbst daraus ziehen als Information. Jeder von euch kennt oder viele von euch kennen Photoshop, Lightroom, GIMP. Affinity Photo, Camera One, das sind alles sehr, sehr aufwendig produzierte Software-Gebilde, die dafür da sind, um Fotos zu entwickeln, beziehungsweise zu verarbeiten oder bearbeiten. Eine spezielle Porträtretusche zu machen oder vielleicht ein Landschaftsfoto, die Farben im Landschaftsfoto besser zur Geltung kommen zu lassen, den Himmel blauer zu machen und so weiter und so fort. Leute aus dem Bild rauszuschneiden. Sachen hin und her zu kopieren und zu verschieben, größer oder kleiner zu machen. Und das sind alles Sachen, die man heutzutage auch mit seinem Smartphone machen kann. Viele wissen das nicht, viele glauben, sie müssen immer noch am Rechner alles machen, aber so ist es schon länger nicht mehr. Und es gibt dann eine spezielle Anzahl von Apps, die ich immer wieder benutze und auf die werden wir im Einzelnen eingehen, in den einzelnen Teilen des Tutorials. Und ich werde euch zeigen, und zwar auch direkt auf meinem Handy werde ich euch zeigen, wie wir ein Bild verarbeiten und welche Schritte wir dabei gehen. Und wie gesagt, ich will noch mal ganz kurz darauf zurückkommen, dass das sehr leistungsstark geworden ist in der heutigen Zeit. Die Smartphones haben alle schnelle Chips, die haben meistens einen großen Speicher und auch eine relativ gute Kamera schon. Und die von meinem iPhone, das ist ein 5S, wie gesagt, Ende 2013 erworben. Und ich habe damit seitdem bis zum heutigen Tag ungefähr 35.000 Fotos gemacht. Und nicht jedes Foto, was ihr schießt, werdet ihr auch hochladen. Oder ne, manche Aufnahmen macht man nur für sich selbst, manche andere macht man wieder, um sie zu teilen. Und da werden wir dann auch im Speziellen darauf eingehen, was meiner Meinung nach dabei wichtig ist zu beachten. Und welche Fotos man vielleicht teilen sollte mit anderen und welche man nicht unbedingt teilen sollte. Und wir werden auch im Laufe der späteren Tutorials dann auf den Punkt kommen, wie schaffe ich es, meinen Fotos einen speziellen Look zu geben, der sich durch meine Fotos durchzieht. Das heißt, ich habe einen Fingerabdruck. Vielleicht wollt ihr eure Fotografie professionalisieren in der Zukunft oder kommt halt vielleicht dadurch auf irgendeine Idee, was ihr mit euren Fotos machen könnt. Und das ist genau das Ziel. Ich möchte inspirieren und ich möchte, dass ihr auch was davon habt. Ich mache das sehr gerne. Ich bin halt ein passionierter Fotograf und ich versuche einfach alles auch auszuprobieren, was in meinen jetzigen Möglichkeiten liegt.
Und da werden wir dann, wie gesagt, im Einzelnen drauf eingehen. Ich freue mich sehr darauf. Ich hoffe, ihr haltet mir die Stange und ihr guckt euch das an und ihr schreibt auch was dazu und teilt das auch gerne, wenn ihr mögt. Und stellt mir auch gerne Fragen. Ich werde jede einzelne mir persönlich vornehmen und die beantworten. Ich freue mich sehr darauf, das mit euch teilen zu dürfen. Und bis zur ersten Folge sage ich erstmal Bye. Wünsche euch einen schönen Mittwochnachmittag. Bleibt inspiriert und stark. Euer Uwe.